Revolution hat so ein bisschen was, das ich nicht aufhalten kann, und das würde ich unterstreichen. Also bei Digitalisierung ist es so, ich habe ein Generationenthema, eben Generation der Millennials, der Gen Z, die eben wirklich komplett digital aufwachsen. Das heißt, die nehmen ja Bedürfnisse mit, auch ins Thema Mobilität, dieses Vernetztsein mit dem Smartphone etc. Ich habe, sag ich mal, diese Generationentrends wie Sharing Economy, dass ich vielleicht gar nicht mal was besitzen will, wie beispielsweise ein Auto. Ich kenne viele meiner, also ich habe 3 Neffen, keiner von denen hat einen Führerschein etc. Also es ist ein Generationenthema, es ist ein Thema der Entwicklung, es ist ein Thema, wo ich Zugriff drauf habe. Und was ich eben spannend finde, ist, wenn Sachen sich gegenseitig verstärken. Also Technologie, die immer schneller wird, gleichzeitig leistungsfähiger, gleichzeitig kleiner. Das heißt, ich kann da eine irre Innovation in Sachen reinpacken. Und sowas hört natürlich nicht bei irgendeiner Branche auf. Als etablierte Branche muss ich mich natürlich mit Digitalisierung beschäftigen. Ich muss eine informierte Haltung einnehmen. Ich muss wissen, was da passiert. Ich kann mich dem nicht versperren. Um es konkreter zu machen, Kundenbedürfnisse. Also wenn wir jetzt bei der Busbranche bleiben oder beim Personennahverkehr, das Thema der Bezahlung. Wenn Leute mobil bezahlen wollen, sollte man sich nicht da verwehren, sondern man sollte es anbieten, eben aus einem Serviceaspekt heraus. Dieses Thema multimodal, also dass ich nicht nur über mein eigenes Fahrzeug nachdenke, sondern wie kommen denn die Leute jetzt nicht nur von A nach B, sondern diese berühmte letzte Meile, die sie dann noch anzutreten haben. Bin ich da Teil einer Mobilitätsplattform, partnere ich mit Shared Bikes, habe ich vielleicht Elektroscooter hinten drin und für 10 Euro aufs Busticket drauf kann ich die anbieten. Also, und ich muss eine informierte Haltung einnehmen, ich muss überlegen, was ich den Kunden anbieten kann, ich muss gucken, wie es möglichst seamless werden kann. Wenn es ums Thema Digitalisierung in diesen Zeiten geht, also ich glaube, das Thema Trendscouting ist sehr, sehr wichtig geworden. Ich muss heutzutage Bescheid wissen über die Trends da draußen, Trends, die aus Asien kommen, Trends, die aus Amerika kommen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt Leute rüberschicken muss und Offices aufmachen muss, aber ich muss Trendscouting machen. Ich muss wissen, was da an Startups entsteht, was an Innovationen kommt, wo Metatrends passieren. Also ich hatte es ja gerade von den Elektroscootern, also diesen kleinen, wo ich mich draufstelle. In Amerika wächst das wahnsinnig. Dutzende von Anbietern, Milliardenbewertungen. Das heißt, ich muss sowas mitbekommen. Und nicht nur, dass ich es mitbekomme, ich muss eine Haltung entwickeln. Ich muss mir überlegen, wie stehe ich dazu? Will ich da, lehne ich das ab? Kann ich es ablehnen? Möchte ich vielleicht partnern? Ist es was, wo ich selber machen kann? Ist es etwas, wo ich selber anbieten sollte? Also wegen Ihrer Frage, Schritt 1, ich muss Trends erkennen, ich muss eine Relevanz rausbilden. Schritt 2, ich muss eine Haltung entwickeln. Partnere ich, kaufe ich was, mache ich selber was? Schritt 3, ich muss schon auch an die, sag ich mal, an die eigenen Prozesse rangehen. Wie gut bin ich aufgestellt gegenüber dem Kunden? Kenne ich die Kundenbedürfnisse? Spreche ich mit meinen Kunden? Was mich oft verblüfft ist, wie wenig Leute mit ihrem Endkunden reden. Also bei einem Kaffee nicht mit 100, aber mit 5 Leuten mich unterhalten. Was kann ich besser machen? Wie ist diese Erfahrung, die du mit mir hast? Wo kann ich irgendetwas besser machen? Das heißt, Schritt 4 daraus wäre dann zu erkennen, ja, das Thema Payment interessiert viele. Was kann ich da besser machen? Das Thema Unterhaltung. Ich bin 4 Stunden in einem Bus von A nach B. Biete ich ein Infotainment, Entertainment-Portal an? Biete ich irgendwas an, wo Leute einen Film gucken können? Muss ich nicht selber bauen? Kann ich vielleicht wieder partnern, etc.? Also eine sehr lange Antwort, aber genau. Ich glaube, die Kurzantwort ist, ich muss informierte Entscheidungen treffen können und ich muss in der Lage sein, schnell was ausprobieren zu können. Ich bin ein riesen Fan von Fachveranstaltungen, weil es ist ja genau ein Forum, wo ich etablierte Player habe, wo ich die Startups habe, wo ich ein Vortragsprogramm habe, wo ich spannenden Sprechern zuhören kann. Was ich nie unterschätzen würde, ist der Austausch in der Branche, also das Thema Networking. Und insofern, also so eine Bus-to-Bus ist eben für mich ein Ökosystem, wo ich wirklich den Austausch habe, den Erfahrungsaustausch, neue Impressionen, etablierte Player, Startups, also ich bin hier sehr inspiriert durch die Hallen gegangen.
Auf jeden Fall das Thema Konnektivität. Fast jedes Fahrzeug wird ja heutzutage mit SIM-Karten ausgestattet. Ich bin vernetzt, ob das jetzt 4G ist oder bald mit 5G, also dieses Thema Vernetzung. Aber nicht nur Vernetzung vom Fahrzeug irgendwie in die Cloud, sondern auch Vernetzung der Fahrzeuge untereinander, Vernetzung mit den Passagieren. Also Connectivity ist etwas, wo mir sofort einfällt. Das Thema autonomes Fahren, klar, in der nahen Zukunft, also ich selber fahre ein Fahrzeug mit so einer Teilautonomie und es ist schon erstaunlich, wie gut es funktioniert. Gleichzeitig zeigt es mir aber auch, es ist ein langer Weg bis zur vollen, also bis zur Level 5 Autonomie. Es wird aber kommen, also ich wüsste jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren, aber ich wüsste jetzt nicht, warum nicht in 10 Jahren wesentlich mehr autonom ablaufen wird. Das Thema Sharing auf jeden Fall, also gerade in den Innenstädten, ja, ich muss nicht unbedingt das Auto mehr besitzen, wenn ich in den Innenstädten lebe. Auf dem ländlichen Raum ist es nochmal was anderes. Das Thema Shared Bikes, das Thema Shared Scooter, die Elektroscooter etc. Aber auch dieses Thema dieser Vernetzung der Systeme, multimodale Systeme, wo es wirklich nur noch darum geht, ich will von hier, von A nach B kommen und ob da jetzt ein Roller mit dabei ist, ob da vielleicht das Taxi dabei ist, ob der Bus dabei ist, das bietet mir letztendlich die App. Das Thema, dass ich vielleicht, wenn ich ein eigenes Fahrzeug habe, ganz einfach sharen kann, also dass ich selber zum Anbieter werden kann. Das Thema, wenn ich von A nach B fahre, andere mitnehmen kann, also das ganze Thema Sharing wird anziehen. Und Elektrifizierung, ganz klar. Also es ist ja, der Treibstoff Sonne wird immer billiger, die Solarzellen werden immer billiger, die werden immer effizienter. Das heißt wirklich, das Treibstoff, Strom aus Sonnenenergie wird immer billiger. Gleichzeitig werden die Batterietechnologie billiger. Ich kann es billiger speichern. Das zusammen mit den Vorzügen von Elektromobilität, also jeder, der mal elektrisch gefahren ist, kann man ja auch mal ausprobieren. Man kann sich bei Car2Go oder DriveNow kann man sich ein Elektrofahrzeug leihen. Es ist ein wahnsinnig faszinierender Antrieb und es ist ein Antrieb, der Spaß macht. Er ist wartungsärmer, er ist einfacher zu bauen etc. Also diese ganzen Vorteile zusammen, da fallen mir wenig Argumente ein, warum die Zukunft nicht elektrisch sein sollte. Plus noch ein paar andere Sachen. Also ich glaube, diese Mobilität, die wird sich schon ziemlich verändern. Die Leute werden mobil bleiben. Also ich komme ja aus dem Digitalen. Ich würde jetzt niemals behaupten, durch Virtual Reality werden wir weniger reisen. Vielleicht ein paar Geschäftsreisen, was so Videokonferenzen angeht. Aber Mobilität hat so viele Vorzüge, wenn man sich überlegt, wie verstopft die Innenstädte sind, wie teuer der Lebensraum geworden ist. Durch Mobilität in Randgebieten sozusagen leben können und zum Arbeiten in 20 Minuten in der Stadt sein, ist ein Vorteil von Mobilität. Zugang zu Education ist ein Vorteil. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, für mich war das Gymnasium 10 Kilometer weg. Es war ja auch eine Form von Mobilität, die ich gebraucht habe, um Bildung zu haben. Also Mobilität ist wahnsinnig wichtig, die wird nicht weggehen, sie wird sich nur verändern, wie ich von A nach B komme.